Die Gewerkschafts-Koks-Pause ist zu Ende, hat der Multitude gerade angemerkt. Ja, wir haben ja gerade eine Linie bis in den Keller runtergezogen. Wir haben uns raufgesaugt. Ja. Erst haben wir sie runtergelegt, dann haben wir der Nase raufgesaugt. So ist es. Jetzt sind wir da oben. Ich weiß gar nicht. Guten Abend. Müssen wir wahrscheinlich irgendwo meine Adresse hinterlegen, dass mir die Leute so, so wundersame können. Pakete auch zuschicken können. So ein Postfach musste man machen. youtube@ichhabsnötig.de Bitte hier die neuen Geschenke und Konsolen ansenden. Nee, wie sagt Herrschaft, man Zeiten kriege ich jetzt endlich mal einen Bogen mit unendlich drauf oder wie lange muss ich hier noch? So. Bin ja nämlich gerade meine Level alle am wegzaubern. Ich finde aber so geil bei den großen YouTubern, wenn sie so tun, als würden sie bei sich im Schlafzimmer sitzen und dann packen sie die, was weiß ich, 4.000-Euro-Computer aus, die sie von Intel geschenkt bekommen haben. Weil sie ja so kleine Schlafzimmer-Heroes sind. Dann denkst du, hey Junge, verarsch mich doch jetzt nicht, du sitzt doch eh im Büro und hast dir einfach hinten eine Pappwand hingestellt. Ich meine, manche geben es auch zu, die schwenken dann ab und zu mal die Kamera rüber. Aber... Ja, Büro ist halt auch übertrieben. Ich weiß ja nicht, ob man das Büro nennen kann oder ist da bei manchen so ein Zwischendrin, die sich halt so ein Heimaufnahmebüro quasi. Ja, Homeoffice halt, Homestudio. Aber Homestudio. Da hängt dann natürlich auch, da steht ein Sofa drin und Poster an der Wand, warum denn nicht? Nee, das ist klar, natürlich. Aber die haben schon so ein Ding gebaut. Da muss ja denken, auf der anderen Seite hast du oft, wenn die Webcammen, haben die ihre ganze Lichtanlage und eine gute Kamera da stehen und so weiter. Das ist ja jetzt nicht irgendwie nur einfach so dahin gepopelt mit dem Leselicht oder sowas. Das ist richtig. So, was haben wir denn jetzt hier? Haltbarkeit 3, Stärke 4. Haltbarkeit 3, Stärke 4. Stärke 4, Schlag 2. Schlagstärke. Nehmen wir mal den hier mit. So. Oh. Was haben wir gesagt, wollen wir machen? Ich habe nicht zugehört. In Wither. Nether. Oh wei. Milch mitnehmen, nicht vergessen. Ja. Mal jetzt mit dem Stein, bringe ich den noch zum Brennen oder wo kann ich das? Ich weiß nicht mehr, wo ich den ganzen Stein abladen soll. Ruhigbar. Meistens weg. Wir haben ja hier oben Lava, gell? Mhm. So, oder braucht hier doch jemand Cobblestone? Vorher hat irgendjemand was vom Cobblestone-Generator erzählt. Naja, jetzt habe ich hier genügend nach unserer Diamantnummer. Habe ich jetzt erstmal 4 Stacks. Das dürfte ein bisschen reichen. 1, 2, 3, 4, 5 Stacks erstmal in die Lava. So. Wie, die hast du jetzt vernichtet, oder was? Wie wir sollen sonst damit machen? Unsere Kisten sind voll. Oh, naja, dann hast du ja gut. Ja, ist egal. Sonst baue eine Kiste bei dir, wo ich Stein reinpacken darf, dann kriegst du Stein. Ich habe eh eine Kiste. Da müsste eigentlich noch Platz sein. Ich komme mal runter, dann kann ich die ja vielleicht ein bisschen ausräumen und dann. So, ich bin bereit. Ach ja, Milch fehlt. Wo war die drin? Wieso geht das nicht? Da ist noch einer, ich nehme mal 2 Eimer mit und mach die voll. Ja, da ist noch viel Platz. Rechts neben dem Kürbis bei mir in der Wohnung. Kannst du deinen Stone... Nee, den darfst du schon selber aus der Steinkiste rausholen. Ach so, okay. Ich dachte, die ist mach voll. Ich mach die Eimer voll. Ach so. Okay. Ich mach die Eimer voll. Aber mit Milch, meine Freundin, mit Milch. Aber was ist eigentlich mit Fußballliedern? Ich bin zwar selber kein Fußballfan, aber die Lieder, was ist sich Shakira und so, das kann sich ja kein Mensch anhören. Da ja, war früher Shakira das ist ja auch kein Fußball, hallo? Geiler irgendwie. Ja, aber das wäre dann trotzdem, das ist so der Wettbewerb für die offizielle Fußballhymne. Ja, und der wird bezahlt von Universal, Sony, Entertainment, Quatsch und die FIFA kassiert da auch noch Geld für, dass die Tante da singt. Lass die Fußballfans abstimmen, dann hätte hier, was weiß ich, AC/DC oder wer auch immer wäre da. Dieter Hallervorden. Hallervorden, genau. Otto. Lebt der Hallervorden überhaupt noch? Ja, ja.
Der glaubt schon noch. Der tritt ja hier in Berlin auf. Ach, im Quatsch, Theater. Geil. Okay, cool. Da war vor einem Jahr oder so, war eine Bekannte von mir in München. Hm? Bei Hallervorden, der hat so eine Best-of-Sendung, wo er so die Hälfte macht, das Stand-up-mäßig was und Sketche auf der Bühne und die andere Hälfte ist dann per Beamer irgend auf der Leinwand eingespielt, weil der kann halt auch kein 2-Stunden-Programm mehr alleine. Hm. So, wo ist der schaltet einfach auf Video um, oder was? Bist du fertig, endlich? Ja, da werden halt dann alte Sachen eingespielt. Ja, ich stehe hier vorm Nether-Portal. Okay, da standst du gerade nicht. Ach so. Stehe ich schon seit 10 Minuten, was willst du eigentlich von mir? Ich habe eine Diamant-Schwert-Vernichtungswaffe in der Hand. Muss ja erstmal an mich rankommen. Okay. Soll ich das mitgehen oder da geht wahrscheinlich ihr jetzt erstmal einfach so, ne? Dann passe ich hier weiter. Du kannst da gerne auch mitkommen. Ich kann dir nur versprechen, da lauert der Tod. Der Tod. Zweimal. So, dann müsst ihr mich beschützen, das sind meine Bodyguards. Und wir schmeißen dich gleich von hier aus in die Lava, dann haben wir das Problem gleich erledigt. Save the Noob. Oh, hier ist das blaue Schaf. Im Nether, oder was? Cool, da war der schon fleißig hier. Ja, und wie dir vielleicht auffällt, sind wir hier direkt in einer Festung. Mit unserem Glück haben wir es tatsächlich geschafft, unser Portal in eine Festung reinzustellen. Nice. Sehr schön. Oh. Achso, die greifen ja nicht an, ne? Nö. Die nicht, okay. Außer du haust die. Mm. Oh, Glowstone könnte ich brauchen. Oh ja. Können wir alle gebrauchen. Können wir ein bisschen mitnehmen. Und von diesen, die Magma Cubes, auf jeden Fall die Magma Knoops. Ist gerade runtergefallen. Toll. War ich nicht. So. Die haben sich dabei auch noch selber vernichtet. Wieso ist denn der Spawner da kaputt? Haben wir den kaputt gemacht? Nö. Oder war da nie einer? Ja, doch, hier in der Nähe war einer. Hier oben ist einer. Gib mir Magma-Creme. Das klingt falsch. Hier oben ist ein Spawner, aber da kommen nur diese Feuer-Dingis raus. War jetzt hier nicht gerade irgendwo. Da oben ist das. Ich will doch das Quarz haben. Oh, ich bastle auch gerade welches ab. Achso, was soll ich jetzt eigentlich machen? Hol dir was. Hol dir, was du kriegen kannst. Von Glowstone bis Quarz bis irgendwas. Oh, hier ist ein Spawn. Soll ich den kaputt hauen? Nein. Warum nicht? Brauchen wir noch vielleicht. Achso, okay. Gibt ja nur in den Festungen diese Leuchtestäbchen. Und ohne Spawner spawnen die nur so unregelmäßig. Dann kann man die nicht richtig farmen. Das ist dann bescheuert. Da ein Huhn? Da ist ein Huhn, das ist aus Holz, oder was? Was? Das sieht bei mir aus, als wäre es aus Holz und hat hinten so ein Laster, das da brennt. Ja, ist gerade runtergefallen. Nee, das hat einen kleinen Ding auf dem Rücken. Das hat einen kleinen Zombie auf dem Rücken. Ah, okay. War ein berittenes Huhn. Oder der es frisst? Es reitet. Aha. Okay. Vielleicht auch das andere auch noch. Oh shit. Alles klar. Oh, ich höre hier die Feuerfritzen. Ja, mich auch gerade getroffen. Oh ja, hier ist so ein dicker Typ. Der klingt, als wäre aus Hackmet gemacht. Was machen wir mit dem? Oh. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Der Talon hier wird gerade angegriffen. Sind die Schweinemenschen auf irgendjemand sauer? Nö. Auf mich nicht. Schau doch mal zu. Oh, ich habe gerade was von den Blobs hier bekommen. Ein Magma Cream. Yay! Jetzt können wir Feuerresistenztränke bauen. Na, dann raus ist halt hier. Okay, dann können wir mit. Hallo. So, wir brauchen schwarze Skelette. Hä? Kommen lauter komische Sachen rausgefallen. Die Welt ist so furchtbar hier. Ihr paranoid werde ich hier. Hey, ich esse mal was. Was ist das dunkel hier alles? Oh,
Hier ist Glowstone direkt an der Oberfläche. In der Festung, das freut mich. Da hinten ist wieder so ein Feuer-Dingsbums. Ah ja, das ist Glowstone. Richtig. Cool. Da werde ich mich vielleicht mal hochbauen, oder? Good luck. Kann man das einfach abbauen mit der Axt oder so? Oder du das kannst sogar mit der Hand abbauen. Echt? Das zerspringt okay. Wie Glas. Aha, okay. Ich habe gerade auch hier eine ganze Menge. Lava? I'm your lava. Lava, lava, lava. Hast du dir mal Gauntlet angeschaut übrigens, Taladir? Wen? Gauntlet heißt es, glaube ich. Das sieht sehr nach einer Mischung zwischen Diablo 3 und Magicka aus. Hat einen ziemlich netten Style irgendwie auch. Nee. Optisch. Nein, 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 nein. Oh, ich brenne und ich bin runtergefahren, ich sehe nichts. Ah, nichts wie weg. Ach so, diese. Wenn ich irgendwo retten können, dann sag Bescheid. Oh ja, ich esse mal schnell was, dann wird's schon wieder. Nicht, dass wir dir dann zur Hilfe kommen, aber es wäre schön zu wissen, wenn es dir schlecht geht. Ja, dann zur Schadenfreude. Laut lachen. Ich habe mal das Zeug eingesammelt, was du da rausgeschmissen hast. Ich habe jetzt noch eine ganze Menge davon. Ah ja, okay. Ja, ich habe auch 51 Glowstone Dust. So, sehr schön. Wieso spawnen jetzt hier gerade keine Skelette? Was ist da los? Ich habe noch kein einziges gesehen. Nee, gerade ist Skelettpause. Die haben wohl auch ihre... Ah, ich habe eins. Ihren Line. Ich habe zwei. Time. Das ist ein normales Skelett. Wow. Ja. Hinter dir auch, hinter dir auch. Vorsicht. Okay. Das sind diese komischen Feuerfritzen. Oder? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin gewithert, aber das macht nichts. Milch trinken. Nee, nee, ist schon vorbei. Da hinten ist noch ein schwarzes Skelett. Oh, ich habe ein Stone Sword. Juhu. Oh, wow. Hier. Da hinten am Ende des Ganges. Aber wo kommen die denn jetzt her? Naja, das ist nur ein normales Skelett. Ach so, okay. Hässliches Getier. Ich habe keinen Kopf bekommen. Hey, da ist ein Sattel drin. Cool. Flint and Steel. Okay. Flint and Steel. Aua! Oh, nicht so laut, meine Ohren, ey. Das klingt wie so ein Song von, weiß ich nicht. Ich hab den Hass der Schweinemenschen. Ich weiß nicht warum. Ich hab da vorher einen aus Versehen mit einem Pfeil getroffen. Pisser. Das ist nicht der Plan gewesen. Jetzt hier auch noch gegen die Affen kämpfen muss. Ich hoffe, die sind nicht sauer auf euch. Oh. Wenn doch, tut's mir leid. Sind sie. Oh, und noch ein Skelett. Und ein Mini. Meine Skelett. Wenn es denn die meinige Schuld war. Super, dankeschön. Am Ende war es jemand von euch. Aber ich nehme das gerne auf mich. Ich grab mich mal hier die Wand hoch, mal gucken, was oben ist. Wenn ich da drauf komme. Wie in der Zombie-Apokalypse, ey. Super. Jetzt haben wir hier Zombie-Schweinemenschen. Ich habe gestern ja mal geschaut, was Exklusivtitel sind für die Konsolen. Viel gibt's da ja nicht. Nee. Das ist eigentlich ziemlich lame. Also das, ich meine, es gibt ein paar Sachen, wo wir denken, nö, hätte ich schon irgendwie gerne, aber das sind vielleicht 2 oder 3 Spiele. Aua. Ich muss ja ganz ehrlich sein, wenn ich mir eine von diesen aktuellen Konsolen kaufen wollte, würde, müsste, könnte, dann wäre es die Wii U tatsächlich. Ach was. Das habe ich mir aber auch überlegt, weil die kostet ja wie viel? 250 nur noch oder so? Also. Ja, davon jetzt mal abgesehen, was jetzt billiger, teurer ist, keine Ahnung. Aber allein das, was mich reizen würde, an den Konsolen zu spielen, das sind tatsächlich
Wäre das, dass ich zu Hause mal wieder ein Super Mario Kart hätte. Und das Zelda soll ja auch irgendwann mal kommen. Das Super Mario Land soll auch ganz cool sein. Mario? Nein, ich bin verreckt. So eine Scheiße, ey. Okay. Wo? Keine Ahnung, ich habe mich irgendwo raufgegraben an der Seite und bin auf oben auf einer Plattform rumgelaufen, habe ich diese ganzen Schweine angegriffen und ja, bin halt geknüttelt. Hast du irgendwas Wertvolles, Rettungswürdiges dabei gehabt? Ich glaube nicht. Aber ich kann nochmal durchlaufen und hinkommen. Ich bin halt sowieso nackend. Ja, das ist ja völlig egal. Wenn ich es noch finde, also ich habe mich ja da eh nicht so genau ausgekannt. Oh, ein Mist, echt. Naja. Da bloß nicht runterfallen, ihr Freunde, jetzt. Da. Da bin ich wieder. Oh, hinter dir. Ja, ja. Alpin, da geht's richtig lock die Sache. Greifen die mich jetzt auch an? Nee, ne? Weiß ich nicht. Ich habe nichts Böses gemacht. Jetzt gerade Aggro von dir haben. Schnick, schnack, schnuck. Hier in der Schießbude hier. Oh, wo war ich denn? Das finde ich doch nie wieder. Also hier ist ein Ding nach oben, wo du Zeug abgebaut hast. Ja, aber nee, das war nicht da. Ach so, ich bin, Taladir, ich bin dir hinterhergegangen wegen den schwarzen Skeletten. Wo war denn das? Sind wir dahinter weitergegangen? Wahrscheinlich, ne? Gut möglich. Hier ist so ein Ding. Da war es ja nicht rum gewesen sein, sonst wird hier ja Zeug außen rum liegen, oder? Nee, das war wahrscheinlich da hinten. Schauen wir mal kurz. Nipp, nee, das war nicht hier hinten. Wo bist du da lang gelaufen? Da war so ein langer Gang mit den Skeletten drin. War ach, hier hinten du Schreck. Ich glaube, das war auf der anderen Seite. Warte mal, da lang. Wo lang? Ja, da lang. Geradeaus weiter und dann da hoch. Hä? Nee, da geht's nicht weiter. Doch. Da geht's hoch. Ah, da geht's hoch, alles klar. Oh nein. Vorsicht. Hoppla, das war der Falsche. Oh. Sah mindestens genauso hässlich ausgesehen. Oh. Wie geht's dann weiter hier? War das nicht hier? Hier geht's nee. Hier hat jemand runtergegraben und rausgegraben. Ne, wir sind einfach diese Gänge entlang gelaufen. Also das war, glaube ich... Dann war das hier unten. Bei deinen Kisten vorbeigelaufen? Ja, an den zwei Kisten in den Ecken. Also in den Gängen waren zwei Kisten drin. Einer mit Schweinesattel, der andere mit Feuer. Das war hier unten. Ah ja, okay. Da lang, oder was? Mhm. Okay. Nee, da ist ja das Portal. Hier. Es ist so eine Scheiße, dass man sich ja nicht mehr auskennt. Nein, hier war's. Da ist das Becken. Das erkenne ich wieder, da sind wir vorbeigelaufen. Und dann... Ja, genau, hier runter. Hallo, war ich doch die ganze Zeit. Ja. Ah, ich bin auf ihn gefolgt. Genau. Und dann, nee, das war der andere Gang. Hier. Hinten sind Skelette, ich guck mal, ob hier was gespawnt ist. Ja. Ich laufe mal vor, wenn ich was sehe, dann rufe ich. So, nochmal um die Ecke. Kiste. Genau, ja, also hier dürfte es sein. Weg. Hier. Und jetzt dann hier seitlich die Wand hoch. Alles klar, Herr Kommissar. Ich hoffe, die Viecher sind nicht mehr oben. Wo ist das Ding hier hin? Da jetzt. Niki Schnaggi, bin ich fast wieder oben. Ach, der wartet hier noch auf mich. Aber greift mich jetzt wir schießen an, ne? Hier die ganze Zeit aufeinander. Das macht mich total irre. Ich nicht. So. Irgendwas bekämpft sich hier. Ach du heiliger Strohsack. Was denn? Was denn? Ich habe eine ganze Armee entdeckt. Und was? Und Schweinemenschen. Ja, war so tot. Ja, wenn das nur so einfach wäre. Mach's einfach, hau drauf. Die stehen in Lava drin. Hast doch einen Bogen, oder? Jo. Also mir ehrlich gesagt die Pfeile zu schade. Aber die ganzen Erfahrungspunkte, die will ich trotzdem haben. Aber die verbrennen auch in der Lava. Das ist total nutzlos, die zu töten.
Dann lass er da. Nehmen diese Viecher die Rüstung mit? Hallo. Weil die ist nämlich nicht mehr da. Ja, wenn so ein Typ die findet, dann zieht er die gerne mal an. Ah ja, okay. Weil die ist nämlich weg. Na gut, die war eh ziemlich abgenutzt. Nee, sag was. Da muss ich den kehren. Au. Und schon wieder brenne ich. Hasse diese Kackviecher. Deswegen aber die droppen ja keine Rüstung, oder? Die Viecher. Wenn es deine war, dann auf jeden Fall schon. Ah. Aber wenn ich den jetzt hau, dann greifen mich wieder alle an, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir die hier eh noch loswerden. Ui. Mein Schwert ist eh weg. So ein Lümmel hier. Oh, noch ein schwarzes Skelett. Meierlustig. Aua. Ich will auch eins, Ein Gewizard. Jo, da ist meine Hose, meine Rüstung. Wo ist der Rest? Au, scheiße, nix hier weg. Wo bist du schon wieder? Ja, ich bin immer noch oben auf der Plattform. Der hat aber nur die, der hat nur die Hälfte gedroppt von meinen Sachen. Das Schwert habe ich, glaube ich, nicht wiederbekommen. Ja, ist wurscht. Ich laufe jetzt ganz schnell zurück. Home sweet home. Ja, die Folge ist auch vorbei, ne? Ach so, schon wieder? Ja. Okay. War schon wieder durch. Nee. Wenn dem so ist, dann müssen wir nach Hause. Ja. Mhm. Nur leichter gesagt als getan jetzt. Wie mag ich mich nicht ausloggen? Nee, wirklich nicht. Erstmal schön in die Lava laufen. Oh Gott. Schön, dass wir die Freunde jetzt auch noch gegen uns haben. Nein. So, den habe ich auch noch gekillt hier. Hell. Ach Leute, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe hier, das ist doch nicht. Aua! Dann jetzt lässt er nur ein so popliges Kügelchen fallen. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Nochmal zwei so Freunde. Ja. Den gerade vor mir vorbeigelaufen. Ah, da ist er ja. Vorsicht hinter dir. Ja. Oh, noch einer. Geht's aber zur Sache hier. Ich glaube, wir schleichen uns lieber. Ja, wäre ich schon die ganze Zeit dabei. Ich weiß noch nicht genau, wo lang. Ah, da ist ja mein Schwert. Das ist ein Goldenes. Was seid ihr denn? Ja. Wir sind noch in dem Gängesystem da. Erstmal wieder rausfinden. Ach, hier seid ihr. Hallo. Da sind wir noch. Wir kommen schon. Ja. Hinter dir. Ja. Schnell drauf. Machen doch überhaupt nichts. Oh, hier sind aber ganz schön viele von denen. Ja. Oh, scheiße. Oh, jetzt rennt er da vor mich rein. Das tut mir furchtbar leid. Ich hab's gesagt, ey. Ich komm nochmal runter, warte. Ich komm nochmal runter. Was hat er denn dabei? Türen und alles. Ja, aber man braucht schon. Ich hätte jetzt gesagt, ich bring dir den ganzen Scheiß mit, aber das geht ja nicht. Nee, das geht nicht. Ich bin voll bepackt bis zum letzten Slot. Alter, ich stehe. Ja. Bist du auch tot jetzt, oder was? Ja. Oder da klemmt so ein Feuerspucker in dem Portal. Ja, da haben wir Glück gehabt. Haben wir. Kann ich mich da reinstellen oder verrecke ich dann gleich? Ah, nee, es geht sogar. So, jetzt. Ah, so, muss ich auch noch die schweren Geschütze aufbauen. Oh, das sind ja Tausende von den Viechern. Ja, da sind ein paar viele Pigments gekommen gerade. Das heißt, ich komme jetzt an meinen Klubatsch gar nicht mehr ran, oder was? Bumme. Verdammt nochmal, ey. Taler, dir bist du noch da? Mit der schweren Rüstung. Ich kann wieder zurückkommen, wenn es sein muss. Naja, ist es sehr risky? Es sind hier drei von den Viechern. Au, ich brenne. Au. Ich hab Diamantzeug an. Ich verprümmel mich mal hier ganz schnell. Wo seid ihr? So. Achso, na gut. Ich bin wieder zurück in der Welt. Puh, risky. Oh Mann, ey. Ja, wir können das ganze Zeug auch liegen lassen, wenn das jetzt zu aufwendig ist. Nee, das kann ich nicht. Ich hol meinen Graffel. Ich habe dazu wertvoll eine wertvolle Spitzhacke und ein wertvolles Schwert und einen schönen Bogen. Den hole ich mir wieder. Na gut, dann warte ich auf dich hier. Es sind hinter dem Tor sind vier Stück gleich, also. Ja. Und einer ist oben steht auf dem Gerüst drauf, weil es nicht ganz zu ist. Also lass dich nicht. Komm gleich mal. Sollen jetzt erstmal kommen. Wo zum Teufel seid ihr? Ach, da bist du. Ach, hast du schon alles weggekillt hier? Das ist ja praktisch. Ja. Jetzt nicht in den Ranz reinlaufen, sondern mein Zeug ist wichtig.
Wo haben wir denn das Zeug überhaupt hier vorne. Jetzt wieder? Ach ja, okay. So. Oh, ist da die Hälfte in die Lava gefallen, oder was? Nee, Erpine ist da durchgerannt und hat vieles aufgesammelt. Ich habe auch vieles aufgesammelt, das ist richtig. Okay. Nee, weil hier auch viel am Rand liegt, auf der Brüstung. Naja, gut. Da ist fast nichts mehr da von dem Zeug. Oh. Wenn es nur Eisenzeug war, ist das nicht da so ein Verlust. Okay. Ja, es war eh nur ein Glump irgendwie eigentlich. Ja, da wo du jetzt durchgelaufen bist, da war wahrscheinlich nicht nur viel Glump dabei. Das meiste habe ich eh schon eingesammelt. Ja, ein Goldstück ist dabei und drei Schnitzel. Aber es ist trotzdem ziemlich viel weg. Ein Eimer Milch habe ich jetzt hier noch. Wo ist das Portal aus? Nö. Sieht komisch aus bei mir. Egal. Funktioniert. Das ist ja ein Mist hier. Leck mich am Arsch. Alter, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin runtergefallen. Weil ich wollte natürlich gucken, ob unten noch was liegt. Jetzt bin ich über die Brüstung gefallen. Okay, vergiss es. Wie weit bist du runtergefallen? Ja, es ist ziemlich weit runter. Da geht's echt mindestens, keine Ahnung, 20 Steinchen oder so. Vergiss es. Ich muss mir es trotzdem mal angucken. Ach, ja, es ist ja echt peinlich. Naja, gut. Oder soll ich mich da runtergraben? Das ist tief, wenn ich denke, dass du denkst. Ja, wo bist du? Hier dahin am Portal. Wo bist du runter? Naja, da vorne, wir sind doch hier gewesen. Und dann habe ich mich hier auf den Rand gestellt und bin da runtergefallen. Also direkt hier. Wieso habe ich eigentlich die Taste nicht gedrückt, die Schleichtaste? Hier bin ich runtergeknüllt. Kann man sich da direkt runtergraben? Nee, das geht gar nicht. Das kannst du vergessen. Boah, und das Zeug liegt auch noch ganz unten. Und das sind noch mehr so Viecher, ne? Ja, vergiss es. Ja. Das, wenn man sich so blöd anstellt, dann ist das halt so. Eisen haben wir genug. Auf die Rüstung sei geschissen. Ja. Sehr schön. Ja, warte, irgendwas hatte ich hier. Ja, ich habe auch eine Eisenmütze. Bitteschön. So. Ah, danke. Okay. Dann, wie immer, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir dann machen. Bis dahin. Tschüss.